ist das Ding schwer. Ja, im letzten Video hatte ich ja schon mal angekündigt, und zwar habe ich mir jetzt hier so eine Werkstattpresse aus dem Internet gekauft. Das ist so eine 20-Tonnen-Presse. Ein China-Knaller. Ich wollte heute einfach mal schauen. Wir bauen das ganze Ding mal auf, gucken mal, ist das gut, kann man das gebrauchen, kann man das auch empfehlen. Ich habe jetzt ein paar Rezensionen im Internet gelesen, und da steht drin, ja, ich habe mir diese Presse von meiner Oldtimer-Restaurierung gekauft, alles super, alles toll, alles gut. Wir schauen heute einfach mal, ist das wirklich so? Passt das? Ist das gut, das Ding? Und kann man das gebrauchen? Ich schraube jetzt die Kiste mal zusammen und dann testen wir mal was. Hier, 20 Tonnen Werkstattpresse, gibt keine Marke, keine Ahnung, chinesisch, irgendein Hersteller. Ich schätze mal, die sind alle gleich. Lieber Kunde, vielen Dank, bla 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 bla, alles toll, alles super. Gut. Okay, Aufbau, ja, passt. Gut. Oh je, ich sehe schon. Ich glaube, ich schraube die einfach mal so zusammen, wie ich denke, dass das passt. Und am besten ist. Es wird, also ich denke mal, da ist ziemlich viel selbsterklärend. Die Bilder hier, die sind, naja, in Ordnung. Aber ich denke, so richtig kann man sich da drauf wahrscheinlich nicht verlassen. Egal. Wir kriegen das Ding schon irgendwie zusammen. Also erstes Zwischenfazit, ihr braucht zum Aufbau zwei Personen, alleine quält man sich echt wie die Sau. Ich bin aber überrascht, es passt alles, alle Schrauben stimmen, es ist alles dabei. Gut, man ist vielleicht die eine oder andere detaillierte Beschreibung ein bisschen anders gewohnt, aber das Ding ist fast selbsterklärend, also man kann da wirklich jetzt nicht viel verkehrt machen. Ja. Okay, gut. Ich baue jetzt hier noch die Hydraulikpumpe an auf der Seite. Und ich denke, dann ist das auch der grobe Aufbau fertig. Und dann mache ich hier alle Schrauben, dann mache ich die schön fest, kontrolliere nochmal alles. Ja, und dann sehen wir uns gleich wieder.
So, für den Aufbau habe ich ungefähr jetzt eine Stunde gebraucht. Es gab eigentlich keine Komplikationen, war alles in Ordnung, es hat alles gepasst, alle Löcher haben gestimmt. Es gab auch schon so die ein oder andere Rezession im Internet, wo halt stand, ja, das passt nicht oder da fehlen die Schrauben oder... Also das kann ich jetzt so nicht sagen. Alles in Ordnung, alles gut. Wir machen aber jetzt mal eine Belastungsprobe. So, jetzt sind wir ungefähr bei 5 Tonnen. Jetzt gehen wir mal bis 10 Tonnen hoch. So, ich lasse die Presse jetzt mal unter Druck ein paar Minuten stehen, um einfach zu schauen, ob hier der Druck großartig absackt oder gehalten wird. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Also ich habe die Presse jetzt ungefähr 10 Minuten bei ja, knapp 10 Tonnen stehen lassen, um zu schauen, wie viel die absackt. Also die ist ein kleines Stück vom Druck her abgesackt, aber das ist für eine Presse, die eigentlich aus China kommt, vollkommen in Ordnung. Also von meiner Seite aus denke ich, ist das auf jeden Fall vertretbar, weil wie lange lässt man denn überhaupt was unter Druck stehen? Man presst damit ein Lager oder irgendwelche Gummibuchsen ein oder aus oder richtet mal vielleicht was. Aber in Wirklichkeit, gerade ich sag mal, bei der Oldtimer-Restaurierung bräuchte ich die Presse jetzt nicht 10 Minuten lang unter Druck irgendwo stehen lassen. Okay, dann entspannen wir die Ganze mal und ja. Kommen dann gleich nochmal zum Fazit, weil es gibt so zwei, drei kleine Sachen, die man hier beim Aufbau auf jeden Fall beachten muss. Das zeige ich euch aber jetzt nochmal. Also wo ihr auf jeden Fall beim Aufbau sehr genau drauf achten müsst, ist hier oben beim Manometer, dass der hier ordentlich festgezogen ist. Ich hatte auch eben nochmal das Problem, hier waren zwei Dichtungen eingesetzt. Warum auch immer. Moment. Zeigt ihr euch gerade mal. Und zwar hier war noch eine zweite Dichtung drin und die hat dann bei 10 Tonnen aufgehört und hier am Manometer ist dann das Hydrauliköl ausgetreten. Ja, okay, gut, warum auch immer hier zwei Dichtungen drin verbaut waren, ich weiß es nicht. Also einfach schauen beim Zusammenschrauben, eine Dichtung, dann passt das schon, dann ist das in Ordnung. Ja, hier bei der Pumpe, bei der Hydraulikhandpumpe, ist mir das auch ein bisschen suspekt gewesen. Und zwar war das nicht ersichtlich, wie die festgeschraubt wird. Und ich würde euch auch auf jeden Fall empfehlen, hier Schraubensicherung zu verwenden. Weil warum auch immer die Schrauben hier von unten eingeschraubt werden. Ja, okay, gut. Kann man machen, ist ja nicht weiter schlimm. So, ansonsten bei der ersten Belastungsprobe knackt und knicht die ein bisschen. Da setzen sich dann hier überall die ganzen Schrauben und die ganze Anlage. Die habe ich jetzt hier nur handwarm angezogen, weil man hier oben den Zylinder hier auf der Seite verschieben kann. Wenn man hier ein Bauteil hat, was man oder irgendwas im Lager pressen muss, wo man hier an der Seite irgendwo hin muss, dann passt das schon. Das ist echt in Ordnung. Ja, des Weiteren ist hier unten ist so ein Feingewinde mit drauf. Da habe ich jetzt mal einen kleinen Tropfen mit Öl drauf getan, weil das sich dann doch beim Einschrauben hier von dem Ring oder von der großen Mutter, das hat sich da auch schon eigentlich gar nicht mehr so gut angefühlt, aber soweit passt das eigentlich alles. Okay. So, ja, zum Fazit der Presse.
Kaufempfehlung würde ich ganz klar sagen, ja. Gerade für Leute, die im Oldtimer-Bereich zugange sind, die ein Auto restaurieren oder ein Motorrad. Ich würde allerdings jetzt nicht so eine 12- oder eine 6-Tonnen-Presse nehmen, weil 20 Tonnen, also ich glaube nicht, dass die 20 Tonnen packt. Dann haben wir vielleicht 15 Tonnen, aber das ist ja eigentlich durchaus ausreichend, wer am Auto oder am Motorrad schraubt. Also ich denke mal, da werden Lager verarbeitet, die oder irgendwas einen ausgepresst, irgendwelche Buchsen. Ich denke, da reicht es auf jeden Fall. Also ich habe die überwiegend gekauft jetzt hier, um so in der Größe Teile zu pressen oder Lager, Radlager, all solche Sachen. Die sind bei meinen Oldtimern nicht viel größer als so. Also daher werde ich wahrscheinlich in den seltensten Fällen mal über 10 Tonnen gehen. Ja, ja, wie gesagt, ihr müsst euch aber auch über eins im Klaren sein, das ist ein Produkt, was eigentlich aus China kommt. Da darf man jetzt natürlich nicht so eine deutsche Qualität erwarten. Klar, die ist gut und massiv verarbeitet, alles vollkommen in Ordnung. Man muss sich halt auch einfach mal den Preis vor Augen halten. Die Presse hinter mir, die kostet unter 200 Euro. Also von daher, denke ich mal, ist das echt durchaus in Ordnung. Ja, wir werden dann einfach sehen, was sie in der nächsten Zeit oder in den nächsten Projekten dann einfach schafft und was er halt auch im Endeffekt alles aushält. Ja, ansonsten die Aufbauanleitung, gut. Ich sag mal, ihr müsst euch da ein bisschen drauf verlassen. Ein bisschen technisches Verständnis mitbringen, aber dann klappt das eigentlich alles ganz gut, weil ja, da ist zwar eine Explosionszeichnung drin, wie das eigentlich alles sein soll, aber so richtig hätte ich mich gefreut, wenn sie ein bisschen detaillierter gewesen wäre. Gut, in der nächsten Restaurationsfolge von der Horex werden wir dann sehen, was er so im Alltag dann auch schafft. Ja, gut, wir sehen uns dann in der nächsten Aufbaufolge dann auch wieder. Bis dahin, haut rein, ciao.